Ein Plätzchen. Plätzchen, genau. Ach, ein Plätzchen. Ich sag, ich bin meine Chöre gestern angereist, komme aus dem wunderschönen Eichelborn. Ich heiße Manfred. So, ihr sagt das doch. Und du heißt Günther? Guten Tag. Manfred, mein Name. Ein wunderschön. Ja, ich wollte meine Stütze holen. Ja, da müssen Sie einmal wieder rausgehen und dann rechts. Und da steht direkt am anderen Seite vom Platz unter so einem Vordach. City Hall steht da dran. Okay, danke schön. Ja, gar kein Problem, gerne bitte. Im Gerichtsgebäude. Reinmarschiert, Alter. Mit meinen Stütze holen. Wie geil ist das? Oh, Bruder muss groß, Alter, Digga, ohne Scheiße. Ja, moin, ich will meine Stütze holen. Im Gerichtsgebäude, ey. Moin, hast du meine Stütze, Digga? Okay, Bruder, ja. Guten Abend. Ui, ja, flotter Roller. Danke, ich sah beim Motorrad. Fertig schnell? 200. 200? Aha. Ist das eine Suzuki? Eine Hakuto. Ah, also auch keine... Können Sie das nochmal wiederholen? Mit dem... Eine Suzuki. Kennen Sie die Marke? Ja, ich kenne eine Suzuki. Aber ich habe auch bei uns fahren sie auch ganz viel... Hunda. Ich finde hier einfach keine Freunde. Und das Problem ist, der hat mir dann was zugesteckt. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das haben darf. Und deswegen habe ich gedacht, komme ich lieber hier vorbei. Ja, was ist das denn? Wie bitte? Was ist das denn? Was hat er denn zugesteckt? Das ist so eine Tablette. So eine Tablette und da stehen drei Buchstaben drauf. Aber ich... Okay, was denn? Also da steht drauf LSD, aber ich glaube, das ist aber keine Pille, das ist ein Plätzchen wahrscheinlich. Also ein Plätzchen, ja. Kein Plätzchen, ein Plätzchen. Ein Plätzchen. Plätzchen, genau. Ach, ein Plätzchen. Ja, kein Plätzchen. Was man einen Kaffee dutschen kann. Wie für ein Joint, sondern Plätzchen. Ein Plätzchen. Das ist ein Ding, genau. Ja, das kann man zum Kaffee eindunken. Ein Plätzchen. Ne, kein Plätzchen, ein Plätzchen. Ach, ein Plätzchen! Ja. Also kein Plätzchen. So ein flaches Ding. Ja, ist flach. Ja, genau, aber nicht wie ein Keks, kein Plätzchen, sondern ein Plätzchen. Ach, ein Plätzchen, nichts in Kaffee dutschen. Nichts zum Rauchen. So eine Platte, Sie auch kennen doch eine Platte, kennen Sie doch. Ja, eine Platte, na klar. Genau, und die Versüßung von Platte ist Plätzchen. Ja, meine ich doch. Ja, okay. Ja, meine ich. Also, Plätzchen. Hörst du mich? Ah, jetzt ja! Ja, Günther! Manfred! Nein, Günther! Wie, Günther? Günther heiße ich, nicht Manfred! Ich heiße Manfred! So, ihr sagt das doch! Und du heißt Günther? Günther? Was? Und du heißt Günther? Ja, nimm mal den Helm ab, da brauchst du nicht so schreien! Ach so, warte! Warum hebe ich meine Arme hoch? Ich hab keine Ahnung! Ja, wieso hab ich... Mein Gott! Hab ich hier die Gicht oder was? Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Hallo? Ja? Manni, hier ist Kiana. Ah, hallo Kiana. Ja, ich kann kaum erwarten. Weil der sagt, dass ich soll mich schnell melden und so. Okay. Und das ging aber wirklich schnell. Kiana. Ja, ich bin hier gerade am Hasseln. Was ist das? Na, am Hasseln. Was ist da? Na, ich hänge hier mit so ein paar Brodies rum. Homeboys. Ich versuche gerade eine Gang zu gründen, aber ich war schon am PD. Und ich habe das LSD abgegeben. Und ich weiß jetzt, für was LSD steht. Für LSD? LSD steht für langer schwarzer Dödel. Deswegen hat mir das auch der Schwarze gegeben. Das ist lustig. Ja. Ja. Okay, dann bist du ja beschäftigt. Naja, ich... Was hast du denn vor? Naja, also... Ich, hab mir ja so ein Fahrrad gemietet, ne? Ja.
und festgestellt, dass mit dem Fahren ist einfach nichts für mich. Also... Also hast du mal Bock auf meinen Roller oder was? Dieser Spruch, den man so sein Leben lang hört, dieses Fahrradfahren verlernt man nicht, ne? Ja. Das war gelogen. Das ist, stimmt gar nicht? Es stimmt nicht. Okay. Also zumindest nicht bei mir. Okay. Ich komme nicht vom Fleck, ich stehe immer noch am Flughafen. Du stehst? Du stehst immer noch am Flughafen? Also vielleicht bin ich 10 oder 20 Meter weit gekommen, bis das ist stark. Über eine Hecke gefahren bin und aus dieser umrandeten Hecke komme ich jetzt nicht mehr raus. Du liegst aber nicht in der Hecke, du bist gefangen. Also mein Fahrrad ist gefangen und ich stehe neben dem Fahrrad. Wir kommen hier aus dieser Hecke nicht mehr raus. Also aus diesem heckenumrandeten Stückchen Erde. Und ich soll jetzt mit in die Hecke kommen, oder was? Also wenn du was zu tun hast, rufe ich ein Taxi. Na, ich muss ja noch ganz kurz was klären mit meinen Homeboys. Jo, ich hab nichts zu tun, aber wie lange was meinst du denn kurz? Na, pass auf, ist mein Plan. Homeboys abchecken, dann will ich hier eine Lizenz fix holen, dann will ich schnell zum Schrottplatz donnern, will mir da eine Karre kaufen und dann will ich hier weiter hustlen, dann will ich hier ins Business rein und so. Ich brauch ein bisschen Kohle. Wisst ihr wie? Okay, das klingt nach Vollzeitbeschäftigung. Ich rufe mir ein Taxi. Okay, ich meld mich, Baby. Okay. Alles klar. Pass auf dich auf. Mach nochmal. Okay. Alles klar. Pass du auf dich auf. Tschüss. Tschüss. Ja, was? Bruder muss groß? Ja, Mann. Ja. Wie heißt du? Manfred. Ja, aber kannst du dich Manni nennen, wenn du willst? Manni. Manni. Ja, also Manni. So wie, weißt du, wie Manni, Manni, Manni. Weißt du, zwischen Daumen und Zeigefinger hier, Manni, Manni. Oh Junge, ich hab schon Muskeln gehabt. Ich mach nochmal mit Daumen, Digga. Ist gut? Digga, der kühlt alles, Digga. Ja, ich bin seit gestern hier, ich bin gestern eingereist, ich hab schon drei, wie sagt man bei euch, Bitches klar gemacht? Was ist denn nun wieder? Manfred, bist du aber. Ja, wollt ihr meine Freunde sein? Wollen wir eine Gang machen? Normal. Jetzt ohne Scheiß, ich hab echt schon drei Nummern am Start. Ja, kannst du deine ja auch mal gehen, Digga. Ey, mach ich, ist kein Thema, warte. Ich hab eher nur, ich komme aus Eichelbrunn, weißt du? Ist in Deutschland. Was für ein Ding? Was? Eichelbrunn, ist ein kleines Dorf, 33 Einwohner. Eichelbrunn! Ey, und Manfred ist on point, ne? Wenn es Probleme gibt, ruf mich an, ich kenn Mav. Ja, ich habe eh noch was gut bei dir. Stimmt! Du hast doch was gut bei mir. Das löse ich auf jeden Fall ein. Wollen und wir wenn machen? Wenn ich mich jetzt umhöre, dann, ne? Also dein Schuldenberg gut. Wächst. Ja. Ja. Oh, Marjorie, du kannst mich missbrauchen, ey, eine ganze Nacht. Ja, okay. Kannst du alles machen mit mir, was du willst. Alles klar. Alles klar. Okay. Aber klar, wenn du gut. Yeah. Gute Besserung. Kannst du mal machen? Na gut, das müssen wir noch üben. Ja, sag ich ja. Na gut, alles klar. Bis dann. Jo. Ja, also wie gesagt, ich bin meine Chöre. Gestern angereist, komme aus dem wunderschönen Eichelborn. 33 Einwohner. Drei Nachnamen. Ja. Ja. Ja, Großfamilie oder was? Ja, deine Eltern haben dich Maniküre genannt. Nee, Manfred Chöre. Manfred. Ja, dein Spitzname ist Maniküre, oder wie? Ja, meine Kumpels nennen mich Mani. Also die sagen meinen Nachnamen nicht mit Küre. Die sagen Mani halt, ne? Aber wisst ihr, warum Eichelborn, warum das so heißt, das Dorf, wo ich herkomme? Nein. Nee. Weil wir die größten Eicheln haben! Habt ihr dann auch so Eicheln? Aber die oben auf dem Baum, viel. Ne, meine ich. Also oben auf dem Baum, die Eicheln. Ja, natürlich. Nicht die Eicheln, ja. Deswegen ja die Eicheln. Ja. Hier hast du Sack gerade. Hör auf, Manfred! So, jetzt aber. Entschuldigung. So, ja. Und was habt ihr noch vor heute Schönes? Also ich habe schon total viel erlebt. Ich wollte eigentlich ins Bettchen gehen. Ich habe noch mal nach einem Hotel gesucht, was gut und günstig und vor allem sauber ist, weil der Manni mag sauber. Ja, hier sind welche. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Musik. Achso. Du hast magst du keine Musik? Ja, doch, ich mag Musik, aber ich habe keine Musik. Achso, du hörst keine Musik. Ja, aber ich mag Musik. Magst du Musik?
Jos. Taxi! Was, Taxi? Ja! Will ich auch los? So, jetzt auch. Entschuldigung! Junge, hallo, wie wär's denn? Ja, ich schon. Es geht nicht! Nimm deine Antwort! Oh, da oben! Junge Frau, guckst du dich hin? Das ist ja ekelhaft. Da guckt sogar eine Dame zu. Ja, nee. Die da weggucken!